Erstes Heimspiel des Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau im neuen Jahr. Die Brexbachtaler empfingen den Post-SV Mühlhausen und hatten schon vorher was zu feiern. Manfred Gstettner, Macher und Präsident des TTC, feierte seinen 80. Geburtstag. Tischtennis in Grenzau ist sein Lebenswerk. Spieler aus 4 Jahrzehnten schauten zum Geburtstag vorbei. Gstettner hatte vorher von nichts gewusst. Diese Überraschung war gelungen, es gab aber noch eine zweite und die war so nicht geplant. Der Playoff-Aspirant verlor gegen den Abstiegskandidaten aus Mühlhausen sang- und klanglos mit 0:3. Zum Auftakt hatte Grenzhaus Nummer 1, André Gacina, sein durchaus gewinnbares Einzel verloren. Entscheidend für mich war das erste Spiel einfach. André Gacina hat 3 Matchbälle gehabt, sogar in einem Satz einen Satzball, was er nicht genutzt hat, und gegen einen Spieler, der gegen ihn nicht zu verlieren hat, einfach 4 Matchbälle nicht zu verwandeln, das ist einfach strafbar, es würde bestraft. Obendrein hatten die Brexbachtaler auch personell Pech. Die etatmäßige Nummer 2, der Japaner Masaki Yoshida, fällt vorerst mit einem leichten Bandscheibenvorfall aus. Umso wichtiger ist der erst 20-jährige Liang Kui für den TTC, den Pavelka nun an Position 2 aufstellen muss. Dort spielte er schon öfters, schlug Gegner wie Franziska oder Mengel. Oftmals ist sein erstes Einzel jedoch gleich das Duell gegen die Nummer 1 des Gegners. Keine leichte Aufgabe. Ja klar, das ist eine große Verantwortung für mich und spür da auch manchmal den Druck auch. Ich habe jetzt letzten, glaube ich, 6-7 Spiele immer an 2 gespielt. Schon schwierig, da spiele ich immer gegen den 1er meistens und die sind auch einmal einen Ticken besser noch und da muss ich schon meine volle Leistung abrufen und dann auch die Chancen, die ich habe, nutzen. Das habe ich heute leider nicht gemacht im ersten Satz bei 10-7. Ich glaube, wenn ich den ersten Satz heute gewinne, dann kann ich das Ding heute auch gewinnen. Doch es kam anders. Gegen Lars Hielscher verliert Liang Kui sein Einzel in 4 Sätzen. Lars ist halt ein alter Fuchs, wirklich. Der hat taktisch so gut gespielt gegen Liang und hat alle seine Schwächen gefunden. Und Liang hat wirklich seine Chance in dem ersten Satz gehabt, die hat er nicht genutzt. Und dann hat man es einfach gesehen, dann ist er wirklich einen Schlag immer hinterhergelaufen. Natürlich wirkte Liang Kui nach seiner Niederlage enttäuscht. Für den Trainer ist es dennoch kein Nachteil, dass der junge Deutsche sich mit den Besten der Liga messen muss. Nein, ich meine jetzt, das ist sehr gut für ihn, um die Erfahrungen zu sammeln. Er kann ja gegen die besten Leute dann spielen. Er muss meistens gegen die Nummer 1 sofort spielen. Aber wir gehen jetzt nicht in das Spiel, er geht nicht in das Spiel rein, dass er gewinnen muss. Also er hat ein Spiel, wo er nicht zu verlieren hat, weil er seine Erfahrungen sammeln muss. Und wenn wir nicht komplett spielen und er muss ja oben spielen, ist ja klar, dass ihm keiner was sagt, wenn er verliert. Das ist ja ganz klar. Nur er soll einfach in der Art und Weise auftreten, dass auch der Trainer und die Umgebung damit zufrieden ist. Und das gelingt ihm nicht immer. Ja, der lässt dann wirklich ein bisschen nach, bewegt sich nicht so gut und so weiter. Aber wie gesagt, er ist noch jung, wir arbeiten sehr intensiv daran und es ist auch schon dick besser geworden. Für den verletzten Yoshida rückte nicht nur Liang Kui an Position 2, sondern auch der Kroate Luka Fucic aus der zweiten Mannschaft ins Aufgebot. Auch der Spieler aus dem Drittligateam der Westerwälder konnte den Spieß nicht mehr umdrehen. Erstens ist es immer schwer bei 0:2 für einen Ersatzmann einfach aufzutreten. Und der lag ja sofort dann 0:2 hinten. Ohne großartiges was gespielt zu haben, dann kam er wirklich zurück, was ich zu schätzen weiß, wirklich. Aber am Ende hat wahrscheinlich auch die Routine ein bisschen gewonnen und die Erfahrung. Luca ist dann wirklich ein bisschen steifer geworden, obwohl er 3-0 und 6-3 geführt hat, hat er vielleicht realisiert, dass er doch gewinnen könnte. Und dann hat er ein paar Bälle verschlagen, die er normalerweise nicht verschlägt. Das war das Entscheidende. Unterm Strich blieb ein 0:3, das wehtat. Denn mit 2 Siegen war Grenzau eigentlich richtig gut in die Rückrunde gestartet, hatte sich wieder an die Playoffs herangekämpft. Jetzt der Dämpfer gegen Mühlhausen. Insgesamt 0:3 Niederlage gegen Mühlhausen ist nicht so schön für uns, also nicht so angenehm. Wir wissen, dass wir an vielen Sachen noch arbeiten müssen, aber wir würden uns einfach freuen, wenn wir mal einfach komplett auftreten. Das wäre wirklich der erste Schritt für uns. Solange wir einfach mit Ersatzleuten spielen können, sind wir einfach nicht Playoff-tauglich. Grenzau kann nur in Bestbesetzung noch einen der Playoff-Plätze in Angriff nehmen. Und selbst dann ist es ein fast aussichtsloses Unterfangen.